Hallo liebe Handballfreunde und willkommen in der Reiferbahn Sporthalle zum ersten Spiel der Ostsee-Spreeliga, der erste Spieltag, und wir treffen uns hier heute mit Grün-Weiß Schwerin und dem MTV Altlandsberg 2. Bei mir habe ich nun den Herr Greif Grünwald und Herr Patz, zuständig für Grün-Weiß Schwerin. Und ja, Ostsee-Spreeliga, es hat nicht ganz für die dritte Liga gereicht. Ist da noch ein bisschen Enttäuschung? Nein, also das war sehr knapp, das haben wir alle mitbekommen. Und wir haben aber jetzt uns vorbereitet auf die vierte Liga, also die Ostsee-Spreeliga. Und ich denke eigentlich, dass wir auch stark genug sind, um dort im oberen Drittel mitzuspielen. Das soll eigentlich auch unser Ziel sein. Dazu haben wir sehr gut trainiert. Und die Enttäuschung ist, glaube ich, jetzt vorbei. Jetzt freuen wir uns und sind gespannt auf den ersten Gegner. Ja, erster Gegner. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Das ist das erste Mal, dass es diese Liga gibt. Dazwischen geschoben, zwischen die höchste von Mecklenburg-Vorpommern und der dritten Liga, was ehemals Regionalliga war. Was erwartet uns in der Ostsee-Spreeliga? Was ist der Unterschied zu Mecklenburg-Vorpommern-Liga, die da drunter liegt, und der dritten Liga, die jetzt da drüber ist? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich bin ja seit dieser Saison neu im Frauenhandballgeschäft. Vielleicht kann der Herr Grünwald was dazu sagen. Ich bin eigentlich für die Belange der Torhüterarbeit hier zuständig und versuche die Mädels dann durch Tipps, die ich in meiner jahrelangen Karriere dann erreicht habe, dann weiterzugeben und sie auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, dann reicht die Frage gleich weiter. Was macht die Ostsee-Spreeliga aus? Sie ist ja neu, sie wurde neu eingeführt. Was ist das Besondere an dieser Liga? Ja, das ist für alle neu tatsächlich. Das ist ja im Männerbereich auch schon so. Da wurde ja auch eine dritte Liga praktisch dazwischen geschoben. Man will letztendlich eine etwas bessere Leistungsdichte erreichen. Und die Ostsee-Spreeliga, die wird sicherlich so angesiedelt sein, dass sie schon im ziemlichen Leistungsbereich spielen, aber eben halt, sage ich mal, mit dreimal Training oder viermal Training auskommen. Während die in der dritten Liga oder auch in der zweiten Liga, dann, die ja vom DHB, beide vom DHB betrieben werden, da wird sicherlich doch mehr leistungssportlich orientiert gearbeitet. Sagt er, was er ist noch neu, also wenn ich mich nochmal ansehe, was ist neu in der Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin? Also neu ist, dass wir haben eine neue Torhüterin, die ist aus Frankfurt, vom Frankfurter HC gekommen, die Anna Pöschel. Wir haben einen neuen Torwarttrainer, das ist der Mike Patz, der auch einigen noch bekannt sicherlich, den Älteren, die also mit Post schon das ein oder andere Mal Bekanntschaft geschlossen haben. Wir haben ansonsten einen Kader von 11 Leuten. 12 Leuten, der gut aufgestellt ist. Momentan haben wir leider das Problem, dass eine verletzt ist. Die Vivian Bartlau hat einen Kreuzbandriss erlitten. Dafür haben wir mit Kerstin Felkel, die ja voriges Jahr erfreut Mutter geworden ist, haben wir eine sehr gute Halbe gefunden, die also im Halb- und auf der Aufbauposition spielen wird. Und ich denke, wir sind gut aufgestellt. Mhm. Ja, neue Torhüterin. Welchen Eindruck hast du von Anna Pöschel? Also es ist ein engagiertes Mädchen, hat sehr gute Ansätze. Wir haben jetzt angefangen, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Und heute werden wir beim ersten Spiel sehen, wie es fruchtet, wo wir noch weiterarbeiten müssen. Und ja, schauen wir einfach mal. Ja, oftmals haben wir gesehen beim Handball ein gutes Zusammenspiel zwischen den Torhütern, zwischen denen, der im Tor steht, und auch zwischen dem auf der Bank. Wie gut funktioniert das bei Grün-Weiß-Schwerin? Also wir sind bemüht im Training, das immer noch zu verfeinern und weiter zu stabilisieren. Es ist eine gewisse Sache, die vom Torhüter ausgeht, die muss sich auf die Deckung einstellen und muss lernen, damit zu arbeiten. Und ja, schauen wir mal, wie das heute im ersten Spiel läuft, und dann werden wir dann die Fehlerpunkte dann analysieren und dann daran arbeiten. Also persönlich so der erste Trainingseindruck, wie weit seid ihr mit den Torhütern? Ja, die Anna hat sehr gute Voraussetzungen mitgebracht und in verschiedenen Bereichen. Sie ist schnell. Sicherlich gibt es die eine oder andere Sache, die dann noch zu verbessern ist. Aber ich denke mal, sie passt gut in die Mannschaft und sie fügt sich hier gut ein. Und ich denke mal, Torhüterabwehr, das wird schon gut klappen heute. Nun haben wir im Vorhinein das Spiel der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin gesehen. Inwiefern wird man diese Saison darauf zurückkommen und da die ein oder andere Spielerin hochziehen? Ja, das wird schon passieren. Also die ein oder andere Spielerin trainiert auch schon bei uns. Das ist also angedacht und das wird auch sicherlich so passieren. Die Mannschaft selber, die zweite, die wird sich jetzt profilieren müssen in der Mecklenburg-Liga. Das wird nicht einfach. Heute haben sie die ersten zwei Punkte geholt. Meinen Glückwunsch oder unseren Glückwunsch dazu.
Und da wird man sehen, was man so einbauen kann von uns auf unserer Seite. Ja, man denkt ja 12 Spieler, wenn man ein wenig Handball verfolgt, das hört sich recht wenig an für einen Kader. Wie kommt Schwerin damit klar? Das wird sich zeigen. Für 12 Mann, das ist in der Tat etwas wenig, zumal Kata Hering ja auch nach Buxtehude gegangen ist. Aber es ist halt jetzt erstmal kein anderer Kader da und wir haben gesagt, mangels, also andersrum, es gibt ja in Mecklenburg-Vorpommern keine A-Jugend und aus dem Grunde hat man eben, weil wir viele A-Jugendliche haben, hat man eben gesagt, diese A-Jugendlichen sollen bei den Frauen spielen, eben bei der zweiten Frauen. Und da sind ja genügend Leute da und die machen halt jetzt ihr Ding. Und wir werden halt versuchen, mit den 12 auszukommen und vielleicht in der Tat tatsächlich mal die ein oder andere aus der zweiten zu holen, die dann bei uns aushelfen können. Ja, zu Gast ist heute der MTV Landsberg. Es ist eine zweite Mannschaft. Immer ganz schwer auszurechnen, was mit denen ist. Was erwartet uns heute hier? Also das ist schon eine Mannschaft, die sehr gut aufgestellt ist. Also sie haben sich sehr gut verstärkt. Sie haben einen Kader von 24 Leuten, das muss man sich dann mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Allerdings sind da auch einige schwanger, verletzt und so weiter. Aber sie haben immer, zumindest laut ihrer Internetseite, 14 bis 16 Leute, auch beim Training. Und da sind einige bei, die also auch in der ersten Mannschaft schon gespielt haben, die ja aufgestiegen ist, die also voriges Jahr in der Regionalliga den ersten Platz belegt hat. Und jetzt muss man einfach schauen, dass man dort mit schnellen Kontern, mit unserem schnellen Spiel dann versucht, dort sie unter Druck zu setzen und vielleicht dann das Spiel zu gewinnen. Ja, was habt ihr den Mädels heute mitgegeben? Man ist ja in Schwerin doch geneigt dazu zu sagen, unser Ziel ist Aufstieg in die dritte Liga, was man gerne erreichen würde. Hier ist das realistisch und wie geht man mit den Mädels um, ihnen das einzupflanzen, das Siegergehen einzupflanzen, damit das auch klappt? Ja, man muss das alles ein bisschen vorsichtig. Man muss das alles so ein kleines bisschen mit Vorsicht genießen. Also natürlich wollen wir versuchen, im oberen Drittel mitzuspielen. Das kann auch nicht anders sein mit dem Kader, den wir haben. Müssen wir uns dieses Ziel stellen. Wenn es dann mehr wird, dann wird man halt sehen und dann werden wir uns natürlich auch freuen. Aber dass wir sagen, wir wollen unbedingt den Aufstieg und mit allen Mitteln, das kann nur unser Ziel sein, das ist nicht so. Also wir wollen oben mitspielen, klar, müssen wir auch sagen, dieses Ziel müssen wir ausgeben und dann werden wir schauen. Jetzt sag mal, das erste Spiel ist immer so ein Schlüsselspiel in einer Saison aus deiner langjährigen Erfahrung. Was kannst du dazu sagen? Wie wichtig ist das erste Spiel? Wie kommt man gut in ein erstes Spiel rein? Ja, man muss im ersten Spiel erstmal gucken, an welcher Stelle man steht. Man muss die eigene Sicherheit finden. Der Zusammenhalt der Mannschaft muss sich erst, denke ich mal, noch stabilisieren. Und dann, denke ich mal auch, wenn man da gut dabei ist und das Spiel eventuell gewinnt, ist das eine sehr gute Ausgangsposition, dann weiter in der laufenden Saison dann gut mitzuspielen. Wie groß ist da der Unterschied zu den Testspielen, wo man ja eigentlich diese Mannschaftsgeschlossenheit ausprobiert? Ja, der Unterschied ist schon ein anderer, weil ich denke mal im Punktspielalltag, da geht es um was, da müssen die Tore her, da müssen die Siege her, um in der Tabelle dann gut dazustehen und dann auch das gute Gefühl zu haben oder die Ruhe zu haben, sich auf die neuen Spiele vorzubereiten. Aber wenn man dann irgendwann in den Zugzwang gerät, viele Spiele zu verlieren, dann ist natürlich die Sache umso schwieriger. Ne? Ja gut, dann wo wir noch ein bisschen Zeit haben, da Ad Landsberg sich ja leider etwas verspätet. Ein kurzer Tipp, wie geht's aus heute? Also eigentlich gebe ich keine großen Tipps ab, aber ich hoffe und denke einfach mal und das muss man mir als Trainer dann letztendlich auch zugestehen, dass wir wahrscheinlich mit 2, 3, 4 Toren möglichst gewinnen wollen. Das gleiche auf die andere Seite. Also mir würde der Sieg mit einem Tor reichen, also 2 Punkte und dann sind wir sehr froh drüber. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt und wir freuen uns auf ein interessantes Spiel SV Grünwald-Schwerin gegen MTV Altlandsberg 2. Vielen Dank. Dankeschön. So, wir sind da Reifenbahn kurz vor dem Spiel vom SV Grünwald-Schwerin gegen den MTV Altlandsberg 2 und hier gibt es eine Ehrung für den Perspektivkader des SV Grünwald-Schwerin. Und bei mir ist jetzt Fred. Fred, erklär uns doch mal kurz, was hier jetzt genau getan wird. Ja, jetzt werden 7 Spielerinnen, Nachwuchsspielerinnen von unserem Verein Grün-Weiß in den sogenannten Perspektivkader berufen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Spielerinnen von ihrer Perspektive her sehr wahrscheinlich mal die Frauenmannschaft verstärken können. Ja, und damit das nicht holter die Polter irgendwann mal passiert, wollen wir sie langfristig darauf vorbereiten. Wir haben hier also Mädchen aus der C1, aus der B und ja, aus dem A-Jugendbereich Spielerinnen zur Verfügung. Und wen haben wir? Wir haben es vielleicht
im Hintergrund schon gehört, aber welche Spielerinnen haben wir da jetzt? Also von links nach rechts, da haben wir Maike, da haben wir Wiebke aus der C1. Wir haben die Ines Maria Jeske, Anne Rahn vom Jahrgang 95 aus der B-Jugend. Daneben steht Jenny, auch aus der B-Jugend, Jahrgang 94. Und Steffi und Jule. Und jetzt gehe ich fotografieren. Gut, das war also eine kurze Einführung der Perspektivpfade des SV Grün-Weiß Schwerin. Leiten, das Spiel heute zu sein, bis zum Zahlen, aber zu sein, 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 a